zeggen die zijn een oud, die curry. Ja, ricci. Riccio di castagno. Riccio di castagno. Und das ist der Sentiero del Castagno. Genau, ja. Um diese stachelige Kollegen geht es auf dieser Wanderung auf dem Kastanienweg rund um den Alcantone. Und im Gegensatz zur Deutschschweiz, wo es ja vor allem Rosskastanien gibt, sind das hier Edelkastanien. Machen die immer noch Mehl mit denen? Gibt es ja noch Müller? Das wird noch gemacht. Und wir gehen dann nachher bei einer Grafe bei und dort werden die Kastanien getrocknet und gemahlen. Und dann gibt es das feine Brot aus dem Mehl. Oder Vermicelle. Genau. Fein. Wie lange sind wir unterwegs? Etwa 5 Stunden am Dampfen. Das schöne Dorf da vorne, das ist schon Mugena. Und dort Arosio. Und aha, in Mugena gehen wir dann essen. Das ist einmal ein gutes Ziel. Sentiero hetzen. Ja. So schöne Bänkchen. Und weißt du, was ich finde? Es ist so friedlich da. Und weißt du, das sage ich dir ja immer wieder. Ich finde, diese Art von Tessin ist noch so unentdeckt. Es gibt schon auch das am See unten. Das finde ich auch sehr schön. Aber das bergige, das gebirgige Tessin. Das Restaurant ist scheinbar bekannt für Wildspezialitäten. Das ist ein Wildterrine. Schön, ja. Und sicher molto delizioso. Mm. Oh ja. Mm, buono. Mm. Si, kannst du das gerne ein bisschen. Ja, schau, dass du nicht zu viel nimmst. Ja. Das sieht fein aus, oder? Schmeckt auch fein. Das sind Kastaniennudeln mit Steinpilz. Eigentlich alles von da. Fatti in casa. Fatti in casa. Der Papi ist im Haus. Fatti in casa. Das sind schon 200 Jahre alt, oder? Sogar. Du hast schon ein paar Sachen erlebt. Ja. Ja, was ist das? Das ist etwa 3 Meter wahrscheinlich fast umfangen. Was ist das? Die kleinen Kastanien. Aua! Stechen tut es aber wie die grossen. Wie sagen wir? Kleine Momente, grande Emotionen. Ah! Passt, oder?